Lotti, ich kaufe euch die Scheiße ab, die ihr hier macht. Was sind denn Scheiße? Ist das euer Ernst, dass ihr die jetzt beide auch noch mit reinzieht und eure komischen Machenschaften mir nichts zu erzählen? Was meinst du? Und irgendwie zu flüstern, wenn ich reinkomme? Ich könnte kotzen. Als ob es nicht schon reicht, dass Carla und Janni mir die ganze Zeit verheimlicht haben, dass Carla von diesem Sascha erpresst wird. Jetzt wächst mir auch noch so ein Pickel im Gesicht. Wie kann ein Tag nur so gottlos anfangen? Was denn? Da kann doch mehr sein. Guten Morgen. 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 Hey, du siehst aus, als könntest du eine richtig schöne, aufgesprühte Tasse Kaffee. Kaffee. Mhm. Ja, danke fürs Guck mal, wir haben gerade. Ich weiß, dass ich scheiße aussehe, mein Kaffee. Hey, nein, nicht deswegen. Nein, du siehst nicht scheiße aus. Wir haben nur darüber geredet, dass Nuri weniger in der Schnitte ist, sondern jetzt mehr in der Werkstatt. Und ja, belastet. Genau. Okay, deshalb hast du lange dran geschustert an der Ausrede, nee, oder? Wir wollten dich nicht wegnehmen. Ah, okay. Nicht. Alles geredet. Klar. Mhm. Deswegen, darum geht's. Lotti, ich kaufe euch die Scheiße ab, die ihr hier macht. Was denn für eine Scheiße? Ist das euer Ernst, dass ihr die jetzt beide auch noch mit reinzieht und eure komischen Machenschaften mir nichts zu erzählen? Was meinst mal ganz du? Und irgendwie zu flüstern, wenn ich reinkomme? Cleo, reicht es nicht? Das ist hier nicht so, wie es aussieht. Cleo, und vor allem, wie oft soll ich mich noch bei dir entschuldigen? Hm? Wie oft? Bis du vielleicht mal ernst meinst, bis von Herzen kommt. Lass es nicht. Ernst? Was? Bin ich mir die kleine, dumme, naive Cleo, die es nicht rafft, oder was? Das sagt reich. Und ja. Übrigens planen wir gerade deinen Geburtstag, der in übrigens nur stattfindet. Was? Mann, musst du das jetzt raushauen? Ja. Glaubt ihr ganz ehrlich, dass ich auf so eine Mitleidsparty von euch Bock habe? Von so einem Leuten? Ihr nennt euch meine Freundinnen? Was soll das? Wow. Ja, klar. Die reden über meinen Geburtstag. Mit den beiden will ich eh nicht feiern. Ja. Hey. Hi. Kann ich reinkommen? Geht's? Können wir reden? Ja, wenn es sein muss. Wie geht's dir? Super. Du schaust traurig aus. Sonne scheint aus meinem Arsch raus. Ich kann das nicht sehen, wenn ihr euch alle streitet. Musst du woanders hingehen. Entschuldigung. Aber wenn du jetzt für Mitleid hier bist, bist du... Ich hab gar keinen Bock da drauf. Deswegen grad. Bin ich nicht hier. Ich einfach wegen der Situation eben. Und du sahst so wütend und enttäuscht aus. Und deswegen wollte ich einfach noch mal mit dir sprechen. Ja, bin ich aber auch zu Recht. Es ist seit 10 Jahren dasselbe. Ich kann tun und machen, was ich möchte. Ich werde da niemals komplett eingebunden sein. Ich bin immer nur die zweitbeste Freundin. Ich bin immer nur die dumme, kleine, naive Cleo. Ich bin die, der man nichts anvertrauen kann. Und das bedeutet mir so viel. Ich kämpfe da so lange für, nicht die zweitbeste Freundin zu sein, sondern irgendwie auf Augenhöhe mir mit denen zu begegnen. Und es funktioniert einfach nicht. Und die scheißen einfach drauf. Ich glaube, das ist kein. Ich habe immer gedacht, wir wären eine Familie. Ihr seid aber sie doch scheißen eine Familie. Auf mich. Nein. Nein. Sarah, du bist auch gar nicht so lange dabei. Ich weiß, aber ich für meinen Teil kann einfach sagen, als ich euch kennengelernt habe, ihr wart einfach zu dritt. Für mich gab es nicht die zwei und die eine ist alleine. Ihr wart ein Team und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es so ist. Und so ist es auch nicht. Die vermissen dich. Denen tut das mega leid. Sarah, ganz ehrlich, juckt, ob die mich vermissen. Wer verhält sich so, wenn er jemanden vermisst? Warum entschuldigt sich keiner bei mir? Vernünftig, ernst gemeint. Ja, hast du auch nichts mehr zu sagen, ne? Super. Hier, lass dir schmecken. Ich gehe jetzt duschen, ich muss an die frische Luft. Mein Geburtstag ist übrigens bald und die scheißen einfach drauf. Die wissen ganz genau, drauf. Wie wichtig mir das ist. Cleo. Meine Freunde hat auch keine Feinde mehr. Geh mir Piet schon wieder auf und sagt, der degradiert auch wieder und wieder, auch wieder mit den Gogos geredet, hat dieses typische Chefgehabe. Ich weiß nicht, wie oft ich noch darüber reden soll, aber es nervt einfach. Ich bin so froh, dass ich heute und morgen nicht da sein muss. Da wäre mir der Pickel auch geplatzt, ne? Ja, in sein Gesicht wahrscheinlich. Sieht schön aus, dann lass ihn wenigstens los. Farbtechnisch finde ich, passt auch gut zu meinem Outfit. Oder hast du dich eigentlich gerade noch geschminkt? Geht das nicht ab? Ich habe mich für dich noch hübsch gemacht, genauso wie du für mich. Ich mag das. Nicht anfassen. Okay. Tut weh. Ja. Ist ein ganz schlimmer. Toll. Mhm. Doch, steht dir. Danke. Ist wenigstens ein Blümchen. Danke. Ach so, warte mal. Was denn? Ich habe ja gerade Schichtbesprechung gehabt.
Ja, das hast du mir bereits erzählt. Ja, Sarah war auch da gewesen. Das freut mich, die gehört da ja auch hin, die arbeitet da ja auch. Genau, die hat mir gezwitschert, dass du ja morgen Geburtstag hast. Wollte mal nach deinen Plänen fragen und danke fürs Bescheid sagen. Willst du wirklich nicht Party machen oder was? Doch, aber ich habe keine Pläne. Ach so, ich dachte, du bist so eine Aufmerksamkeitsmaus und jetzt feierst du den Geburtstag. Detention is my favorite color, wirklich. Ja. Aber Geburtstag ist ein schwieriges Thema. Kindheitstrauma, meine Eltern haben sich nicht dafür geborgt. Ja. Und deswegen ist es mir eigentlich umso wichtiger, das mit meiner Wahlfamilie zu verbringen. Aber das ist ein anderes Thema. Für ein anderes Mal. Cool. Naja, aber wenn, also ich arbeite in Matrix, du arbeitest in Matrix und man kann sich ja da was mieten oder was freischaufeln, so eine VIP-Lounge mit ein paar Krawallbrausen in die Fresspappe kippen und ein paar Zündis drauf, so ein Wunderkerzen. Zündis auch noch, Ja, irgendwas Schönes halt, damit man halt ein bisschen feiert. Also ich würde das machen. Okay. Sag Bescheid. Ich kann dir da noch nicht so fest zu sagen, aber es ist zuckersüß von dir und ich weiß das zu schätzen. Alles gut, ich bin fein damit. Ja? Ja. Bist nicht sauer? Doch, aber mach ich mit mir aus. Nein, alles gut, nein. Kannst du mich noch in den Arm nehmen, oder? Ja, sorry. Okay, danke. Okay. Das ist echt Zucker von Miller. Am liebsten hätte ich auch sofort zugesagt. Aber irgendwie hoffe ich ja auch, dass Carla und Janni sich vorher noch bei mir entschuldigen und ich doch noch mit meinen Mädels reinfeiern kann. Es wäre mir so viel wichtiger als jede fette Party. Hallo. Hallo. Was machst du hier? Ich habe gedacht, du bist arbeiten. Ich habe Mittagspause und dachte mir, ich komme mit Janni nach Hause, damit wir deines Business besprechen. Oh, unnötig, Carla. Was? Schon wieder. Willst du irgendwann mal meine Gefühle ernst nehmen oder kein Bock drauf? Nimm die doch ernst. Nimmst du denn bitte meine Gefühle ernst? Wenn ihr euch schon nicht aussprecht, bitte vernünftig miteinander umgehen. Wie soll ich tun? Wie soll ich mit sowas vernünftig umgehen? Wow. Mit so einem Verhalten? Wie? Mit sowas. Aber wir haben doch, also die ist doch völlig entspannt. Die hat doch ganz normal gefragt, ob ich ihre Gefühle nicht ernst nehme. Doch, ich nehme die ernst, Rio. Ich nehme die sogar so stark ernst, dass wir sogar eine Party für dich planen wollten. Und aus Mitleid. Das meint die nicht so. Nein, warte, lass mich mal weitererzählen. Die haben sogar heute und morgen, ich habe mir sogar freigenommen. Weißt du, was einen guten Witz ausmacht? Mm. Dass er kurz ist. Du kommst gar nicht auf den Punkt. Oh, schön, danke. Stopp mal kurz, du machst auch solche Witze und außerdem, man sieht das nicht. Meine sind aber gut und meine machen Sinn. Und ich bin heute nicht zum Spaßen aufgelegt und ich finde, das ist auch mal in Ordnung. Wir sind manchmal auch nicht zum Spaßen aufgelegt. Mann, ihr geht mir richtig auf Eier, wirklich. Bist du aufgebauscht gerade? Was hat denn das mit aufgebauscht zu tun? Ja. Möchtest du mich irgendwann mal mit ins Boot holen oder werde ich für immer das fünfte Rad am Wagen sein? Willst du mir erzählen, was mit Sascha? Ah, auch die Platte geht schon wieder los. Oh, nee, ich kann's nicht mehr hören. Nicht mal eine Rechtfertigung. Irgendwas brennt in eurem Scheißofen an. Danke für den schönsten Geburtstag meines Lebens. An Ricks Geburtstag haben wir noch drüber geredet. Habt ihr toll gemacht. Danke für nichts. Ich habe echt die Schnauze voll davon, mich von Carla so blöd verarschen zu lassen. Wenn ihr unsere Freundschaft nicht mal wichtig genug für eine wirklich ernst gemeinte Entschuldigung ist, soll sie es doch einfach lassen. Aber davon lasse ich mir garantiert nicht meinen Geburtstag versauen. Komm schön rein, mach's dir gemütlich und feier rein und wir sehen uns. Ja, komm auf jeden Fall vorbei. Mach ich. Hier so allein. Ich feiere meinen Geburtstag. Wie geht's dir? Was guckst du so? Mir geht's gut. You look sexy in your house. Danke, you too. Das sieht wirklich schön aus. Ja, ich hab mir Mühe gegeben. Sieht man. Because it's my birthday. Hast du noch mal mit Janni und Carla gesprochen? Nein, warum sollte ich? Weil sie nehmen mich sowieso nicht ernst und es interessiert sie auch nur, was ich zu sagen habe. Die scheißen auf mich, ich scheiße auf sie. So wird ein Schuh raus. Deswegen feiere ich jetzt meinen Geburtstag. Und du bist dir auch sicher, dass du hier alleine feiern möchtest? Ja. Lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Kriegst du einen mit mir? Ja. Bevor es losgeht, können wir auf jeden Fall noch einen trinken. Das kenne ich gar nicht von dir. Für dich mache ich das wirklich? Ja. Okay. Und dir geht's gut, ja? Mir geht's super. Man braucht sie die ganze Zeit. Siehst du nicht mein strahlendes Gesicht? Doch.
auf mich? Auf dich? Was soll ich hier denn sitzen und Trübsal blasen, wenn Miller mir den perfekten Umtrunk organisiert hat? Klar, es ist komisch ohne Carla und Janni. Aber vielleicht ist es Zeit für neue Geburtstagstraditionen. Hey. Krasseste Party, auf der ich jemals war. Wo ist Cleo? Ja, nicht da. Ich glaube, die hat mittlerweile auch Geburtstag, aber... Ja, happy birthday. Ja, ach man, Carla, vielleicht hast du es doch ein bisschen übertrieben heute. Man weiß doch, wie Cleo sein kann. Sie ist manchmal wie so ein kleines Kind. Ja, sorry, ich musste heute zurückstechen. Das ging gar nicht, wie sie sich benommen hat. Aber, Mann, ich wollte doch mit der Deko hier zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Ja, das sieht sie jetzt aber nicht. Ja, außerdem hast du schon klar gesagt, dass wir wissen, wie sie ist. Ja, das tut mir auch echt leid. Und was mich nervt an der ganzen Sache? Ich hätte einfach einen wunderschönen Abend mit Nuri verbringen können, weil er nächste Woche für eine Woche weg ist und jetzt sitze ich hier. Sorry, Rick. Soll ich sie mal anrufen? Ja. Ja, das ist eine gute. Vielleicht ist sie ja bei Murat beim Späti. Eventuell. Trinkt da rein, keine Ahnung. Das ist ja ziemlich lustig. Kann ich mir sparen. Was? Sarah hat geschrieben, Cleo ist in Matrix und feiert. Ohne uns? Ja. Aua. Scheiße. Ja, mehr als scheiße. Mann, ich vermisse sie auch. Hey, wollen wir da hinfahren? Wir könnten jetzt einfach alle hinfahren und dann feiern wir da mit ihr. Ja, nee, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Das wird schon seine Gründe haben, wieso sie uns nicht dabei haben möchte. Da muss ich Carla richtig recht geben. Ja, nu. Okay. Ich geh schlafen, bevor ich die ganzen Essens alleine aufesse. Mhm. Du hast wunderschön dekoriert. Danke. Klar, gut. Ja, du auch. Und sorry nochmal. Alles gut. Ja, ich räume mir jetzt die Getränke weg und das Essen. Ja. Ich gehe auch schlafen. Mit den Erdnüssen. Schlaf gut. Schlaf gut. Auf geht's! Dankeschön! Dankeschön! Ach, keine Ahnung, mit KollegInnen feiern ist einfach überhaupt nicht dasselbe. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es fühlt sich einfach nicht komplett an ohne Carla und Janni. Und ich finde es selbst total scheiße, dass es mir gerade so geht, weil ich und mein Geburtstag den beiden gerade offenbar echt komplett am Arsch vorbeigeht. Scheiße ohne die beiden. Ist irgendwie, die haben immer das hinbekommen, was meine Familie nicht hinbekommen hat damals. Scheiße. Möchtest du nicht doch vielleicht nach Hause? Vielleicht erwarte ich eine bunte Überraschung. Die haben dich nicht vergessen. Da bin ich mir sicher. Ich bin ein großes Mädchen. Ich feiere jetzt meine eigene Party. Trotzdem danke. Nice try. Ist es meine Schuld, dass eure scheiße Überraschungsparty für eine Überraschungsparty muss man übrigens einer Person Bescheid sagen, dass sie irgendwie kommen muss, ne? Nein. Wir klären das jetzt hier. Keiner steht hier auf, bis es nicht geklärt ist. Warte, es ist doch hier Das ist doch das Geile an einem Fernstudium. Ich kann von überall aus lernen. Könnten wir bitte bezahlen? Ja. Sekunde, wir kommen gleich. Wir müssen nur schnell was besprechen. Der Prüfungsplan ist bereits drei Semester im Voraus und da habe ich... Ey! Es nervt ein bisschen. Sarah, ich habe mit Piet gesprochen. Und? Du wirst nicht mehr länger im Matrix gebraucht.